Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur dritten Ausgabe von Kicken mit Klaus und heute stehen wieder drei Spiele auf dem Programm. Es geht los mit Türkei gegen Kroatien, es folgt Polen gegen Nordirland und heute Abend greift Deutschland in die Titelkämpfe in Frankreich ein mit dem Spiel gegen die Ukraine. Statistisch gesehen würde ich sagen, ist es eine relativ leichte Aufgabe. Von 5 Begegnungen konnten die Deutschen 2 gewinnen und 3 unentschieden spielen, zumal sich die Ukraine sowieso erstmals sportlich überhaupt qualifizieren konnte für die Europameisterschaft. 2012 waren sie als Gastgeber dabei und sind dort auch in der Vorrunde schon ausgeschieden. Aber Statistik hin oder her, wie schon Thomas Müller sagte, Fußballer denken sowieso nur von heute bis gestern. Und wichtig ist auch ein Platz. Musikalisch allerdings haben die Ukrainer doch einiges auf dem Kasten. Den Eurovision Song Contest konnten die Ukrainer immerhin schon 2-mal gewinnen. Ist das auch ein Indiz dafür, dass da vielleicht mehr geht als das Vorrunden aus? Wenn man den Eurovision Song Contest mit Musik in Verbindung bringt, dann vielleicht. Was in bläserischer Sicht natürlich überhaupt gar nicht der Fall ist. Es gibt ein Nationalinstrument in der Ukraine, das ist die Bandura, das ist so eine Art Zither. Daneben gibt es etliche Blasinstrumente in der Volksmusik, es gibt verschiedene Flötenarten, es gibt Schalmeien, es gibt sogar eine Art von Alphorn, die als Signalinstrument, das als Signalinstrument verwendet wird. Das wird leider international nicht reichen, so auch nicht heute Abend. Wir pusten sie weg. Ich begrüße nun hier im Studio den Leiter des Heeresmusikchors Ulm, Oberstleutnant Matthias Bock. Hallo. Hallo. Herr Bock, welche Hymne, abgesehen von der deutschen, haben Sie denn schon am häufigsten gespielt bzw. spielen lassen? Ja, zu meiner Zeit, also Hymnen habe ich am häufigsten gespielt in meiner Verwendung als Musikoffizier beim Stabsmusikchor der Bundeswehr. Und damals war gerade eine doch rege Kooperation mit der französischen Armee. Mhm. Und tatsächlich habe ich da ganz oft die französische Hymne gespielt. Mhm. Auch schon im Fußballstadion oder kommt das nicht so oft vor? Doch, das Stabsmusikchor der Bundeswehr hat oder ist immer noch regelmäßig eingebunden beim DFB-Endspiel, das in Berlin im Olympiastadion stattfindet. Und da haben wir quasi jedes Jahr das Endspiel begleitet, hymnisch. Mhm. Okay, da ist also die deutsche Nationalhymne natürlich auf dem Programm. Am Sonntag spielt Deutschland gegen die Ukraine. Haben Sie die ukrainische Hymne schon mal intoniert? Ja, bestimmt. Bestimmt. Nicht oft, aber tatsächlich bestimmt. Wie funktioniert das überhaupt bei Hymnen, die man nicht so oft spielt? Die wird man ja vermutlich nicht auswendig können. Wie viel Zeit hat man, die vorher einzustudieren? Oder muss man tatsächlich prima vista vom Blatt spielen? Man hat schon noch mal eine Vorbereitungszeit. Also tatsächlich so Staatsgastempfänge werden tatsächlich auch immer kurzfristiger. Mhm. Also da ist das Stabsmusikchor der Bundeswehr quasi auf Abruf. Und durch die spezielle Arbeit im protokollarischen Ehrendienst, so die gängigsten Hymnen sind im Repertoire. Ja. Und zumal das ist immer wieder phänomenal. Das Stabsmusikchor der Bundeswehr, also da gibt es Musiker, die können bestimmt 50 Hymnen auswendig. Mhm. Kommt es auch schon mal vor, dass man sich verspielt? Dass man dann oder gar die falsche Hymne spielt? Das, nicht, dass ich wüsste. Also zu meiner Zeit war es nie. Mhm. Aber auch so die anderen Jahre, die ich quasi, seit dass ich da bei der Bundeswehr bin und quasi auch das mit immer wieder verfolgen darf, habe ich das nie erfahren, dass jemals eine Hymne falsch gespielt wurde. Mhm. Wobei natürlich immer wieder tatsächlich. Es gibt ja Länder, die wechseln häufiger ihre Nationalhymnen. Mhm. Und wenn sich die ankündigen mit einem Staatsgastempfang, dann muss man schon mal sehr, sehr gut und genau recherchieren, ob man tatsächlich das aktuelle Material hat. Ja. Mhm. Okay, genau. Also heute spielt Deutschland gegen die Ukraine. Was glauben Sie, wie geht's aus? 5-0 für Deutschland. Das wäre schon mal auf jeden Fall ein Wort. Ja. Für den weiteren Turnierverlauf von Deutschland, wie wird Deutschland am Ende abschneiden? Bestimmt werden wir Europameister. Aber das sagt ein absoluter Laie, der vom Fußball überhaupt keine Ahnung hat. Aber wir glauben alle an sie, an die Elf und wir schaffen das. Dann hoffen wir doch mal, dass Ihre Prognose in Erfüllung geht.
Der Tipp von Herrn Brock ist eindeutig 5-0. Ich persönlich tippe auf ein bisschen knapperes Ergebnis 3-1 für Deutschland. Was tippst du? Ja, ich habe vorher vollmundig gesagt, wir pusten sie weg, so leicht wäre es nicht. Ich tippe 2-1 oder 1-0. Ein Torunterschied. Alles klar. Vielen Dank und bis morgen. Bis morgen. Ciao.